ein Sneak Preview, die wir gar nicht kennen. Hallo, wir fahren jetzt ins Kino und dann bin ich erst gerade das zweite Mal im Kino. Und das letzte Mal war ich eigentlich mit 7 oder 8 in dem Kino. Ja. Und es wird halt eine Überraschung, was wir da sehen. Und darauf freue ich mich schon mega. Hallo, ich bin Moritz von den jungen Filmkritikern der Sophie Medienwerkstatt in Hagenow. Ich bin 11 Jahre alt und gehe auf die evangelische Schule in Hagenow. Ich liebe Katzenfilme und YouTube und das ist meine erste Filmkritik. Ich möchte euch heute den Film Adam von Maryam Touzani vorstellen. Maryam Touzani ist eine Regisseurin aus Marokko. Sie ist 41 Jahre alt und hat bei vielen Filmen mitgewirkt. Adam ist ihr erster Spielfilm, bei dem sie Regie geführt hat. Der Film kommt am 25. November in den deutschen Kinos. Seine Premiere war 2019 auf dem Filmfestival Cannes. In dem Film geht es um eine junge Frau namens Abla, die mit ihrer 8-jährigen Tochter Wada in Casablanca lebt. Sie betreibt eine kleine Bäckerei, die leider nicht so läuft wie erwartet. Durch die Probleme in der Bäckerei wird ihre Aufgabe als alleinziehende Mutter auf die Probe gestellt, was ihr Leben sehr erschwert. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass sie der jungen, schwangeren Frau Samia, welche eines Tages vor ihrer Tür steht, um nach Arbeit zu bitten, ihre Hilfe verwehrt. Ihre Tochter Wala hingegen schließt sie direkt ins Herz und schafft es letztendlich auch, ihre Mutter zu überzeugen. Der Film hat mir gut gefallen, ich habe den 15 Punkte gegeben. Vor allem, also der erste Punkt, warum ich den Film gut mag, ist, dass Avla eine Bäckerei gemacht hat und dass sie dadurch auch viel Geld verdient hat. Ich mag halt backen. Der zweite Punkt war für mich gut, dass es ein friedlicher Film war, nicht so mit Gewalt und so, dass sie auch miteinander dass sie zusammen auch, wenn sie das nicht konnten, zum Beispiel bei Abla, als sie den Ofen nicht angekriegt hat, ist dann Samia zum Stadtofen gegangen und so. Ja, was mir jetzt nicht gut gefallen hat an dem Film, ist tatsächlich, dass die Stimme nicht so gut zu den deutschen Übersetzungen passt. Dass der Film auf Arabisch war und dass die dann auf Arabisch dann halt ein bisschen länger gesprochen haben und dann als auf die Übersetzung auf Deutsch dann ein bisschen kürzer. Ja. Das war schon gut. Wie viele Punkte hast du dem Film gegeben? 10 von 10. Also alle. 10. Ich habe dem Film eine 8,5 von 10 gegeben, weil ich ihn sehr ästhetisch fand und sehr berührend. Ich fand diesen Film sehr gut. Habe ihm aber trotzdem nur eine 7 von 10 gegeben, daher, dass ich ihn nicht ganz ansprechend fand, weil es nicht mein Genre war. Ich habe dem Film eine 7,2 gegeben, weil ich die Requisite sehr passend fand und die Ästhetik und das Schauspiel des Films mich sehr angesprochen haben. Muss ich das Ding hier nur noch ordentlich befestigen? Der Film hatte seine Premiere zwar 2019 auf dem Filmfestival Cannes. Wait. Take 16. Schnippstopp. Ey! Warte, was ist wirklich jetzt? Boah, das war doch mal. Pause, ich muss was trinken. Take 16. Der Film hat mir gut gefallen. Ich mag halt backen.